Was haben der Gründer des Alpenvereins, ein Gipfel namens Punta Rocca, ein Fisch, der Marienfeiertag und der 13. Dezember 1916 eigentlich gemeinsam? Richtig, sie alle sind ein wichtiger Teil ein und desselben Berges. Deshalb geht es heute in Berge und Porträt um die Marmolada. Heute sprechen wir über einen Berg, der vor kurzem groß in den Schlagzeilen war. Der Grund dafür eine gigantische Eislawine, ausgelöst durch einen Abbruch am Gletscher der Marmolada. Auf dieses Ereignis und Details dazu gehe ich gegen Ende des Videos nochmal kurz ein. Starten wir bei einer Grundsatzfrage. Ist es die Marmolada oder die Marmolada? Im europäischen Gebrauch ist der Name Marmolada, so gesprochen und so geschrieben, tatsächlich üblicher. Trotzdem nennen die meisten Italiener diesen Berg eigentlich Marmolada oder auch Marmoleda. Da auch ich den Berg immer schon als Marmolada kenne, ist im Folgenden auch von Marmolada und nicht von Marmolada die Rede. Die Marmolada ist mit 3.343 Metern Höhe der höchste Gipfel der Dolomiten und vor allem aber der einzige Gipfel der Dolomiten mit einem größeren Gletscher. Die Dolomiten dürfen an dieser Stelle nicht mit den Ausläufern der Alpen im Westen Italiens verwechselt werden. Diese Bereiche zählen nicht zu den Dolomiten und haben natürlich höhere und auch vergletscherte Berge. Die Marmolada ist durch ihre Vergletscherung aber jedenfalls besonders. Und schon beim Gletscher zeigt sich, dass die Marmolada auch historisch einiges zu bieten hat. Begründet haben die Einwohner des Gardatals und des Grödentals die Einzigartigkeit der Marmolada stets mit der Geschichte rund um den Marienfeiertag. Ursprünglich, so die Südtiroler Sage, gab es nämlich kein Eis auf der Marmolada. Dieses kam erst, als am Marienfeiertag zwei Bauern ihre Arbeit nicht wie gute Tugend für die Kirche niedergelegt haben, sondern einfach weitergearbeitet haben. Zur Folge hatte das einen andauernden Schneefall. Der Schneefall hörte nicht mehr auf, wodurch sich über die Monate dann der heute bekannte Marmolada-Gletscher bildete. Diese Geschichte ist, wie man sich vielleicht denken kann, Quatsch. Aber ein wahrer Kern steckt letztlich doch drinnen. Die Marmolada war nicht immer vergletschert, aber fairerweise alle anderen Berge der Alpen eben auch nicht. Doch dann kam die Eiszeit und die Marmolada hatte durch ihre ausgesprochene Höhe und vor allem, und hier wird es jetzt richtig schon geografisch, extrem flachen Rücken in Richtung Norden Eis bekommen und auch behalten. Andere Gipfel in den Dolomiten konnten aufgrund der extrem steilen Wände nie nachhaltige Gletscher ansetzen und nähern, weshalb am Ende nur die Marmolada übrig blieb. Doch so flach und gemütlich der Gletscher und der Nordhang sind, so steil und mächtig ist die Südseite. Denn auf der Marmolada-Südseite ragt die berühmte Südwand in die Höhe. Mit stellenweise bis zu 800 Metern Höhe zählt sie zu den berühmtesten Felswänden der Dolomiten. Leichte, aber auch bissig schwere Routen ziehen sich durch die Wand und erfordern stets starke Alpinisten. Von West und Ost hingegen zieht sich ein wildes Mischmasch aus einfachen Gehpassagen, anstrengenden Klettersteigen und längeren Gletscherteilen, um letztlich auf dem Gipfel der Marmolada anzukommen. So ist die Marmolada ein Berg für alle Geschmäcker letztlich geworden. Doch in der Vergangenheit war die Marmolada viel mehr als nur das Ziel für Bergsteiger. Sie war in erster Linie eines, ein Kriegsschauplatz. Wenige Berge haben in den Dolomiten im Ersten Weltkrieg so eine große Rolle gespielt wie die Marmolada, denn sie galt damals als Grenzgebirge. Zwischen Österreich-Ungarn und Italien verlief zu dieser Zeit die direkte Frontlinie. Dabei waren die Österreicher im Norden und die Italiener im südlichen und östlichen Teil der Marmolada stationiert. Ein strategisch wichtiger Punkt sollte der Punta Rocca sein, einer der höheren Punkte der Marmolada. Doch die hart umkämpfte Stellung führte in erster Linie zu militärisch spannenden Manövern. So wollten die Österreicher einen dauerhaften Versorgungsnachschub an der Marmolada organisieren und sicherstellen, um schneller den Grat zur Punta Rocca zu erreichen. Dafür nutzten sie besondere Mittel. Sie sprengten Tunnel und Gräben in den Gletscher der Marmolada. So entstanden in Kombination mit den Spalten Eiskanäle mit Holzbrücken tief unter der Oberfläche des Gletschers. Dabei entstanden aus heutiger Sicht fast schon absurde Bilder wie dieses hier. Doch während das Drama für den Gletscher vonstatten ging, bahnte sich auch das Drama für die Menschen dort an. Nach tagelangem Neuschnee und wechselhaften Temperaturen ging am 13. Dezember 1916 eine mittelgroße Lawine unter anderem auf der Nordseite der Marmolada ab. Dabei wurden die Reservelager der österreichischen Truppen verschüttet und ungefähr 300 Menschen mussten an dieser Stelle durch die Lawine ihr Leben lassen. Auch an vielen anderen Orten in den Dolomiten gingen an diesem Tag teilweise große Lawinen ab. Rund 5000 Menschen sind insgesamt an diesem einen Tag durch Lawinen gestorben. Es gilt als eine der größten wetterbedingten Katastrophen der Geschichte.
Der Grund, aus dem die Marmolada im Ersten Weltkrieg ein begehrtes Ziel war, ist schnell erklärt. Sie war nämlich bereits bekannt. Erst bestiegen wurde die Marmolada nämlich schon deutlich vor dem Ersten Weltkrieg. Am 3. August 1802, also deutlich über 100 Jahre vor dem Krieg, versuchten es drei Priester, ein Chirurg und ein Richter. So fangen eigentlich normalerweise schlechte Witze an. Naja, jedenfalls versuchten es die fünf von Passo Fedaya aus über den Gletscher den Gipfel zu erreichen. Gelungen ist ihnen das jedoch nicht. Im Gegenteil, der Priester Giuseppe Terza ging bei der Unternehmung nämlich verloren. Vermutlich fiel er in eine Spalte. Das befeuerte das Unglück, welches mit der Marmolada in Verbindung gebracht wurde, weshalb erst 1860 wieder ein Versuch gestartet wurde. Der Ire John Ball behauptete, auf dem Gipfel der Marmolada gestanden zu sein. Jedoch wurde seine Behauptung nie belegt und später letztlich auch widerlegt. 1862 betritt jedoch ein berühmter Name die Bühne der Marmolada. Paul Grohmann. Der Gründer des österreichischen Alpenvereins schaffte es über die Nordroute und den Gletscher auf den Kamm der Marmolada und letztlich auf den Gipfel des Punta Rocco. Zwei Jahre später nahm er sich aber auch noch erfolgreich den Punta Peña vor, welcher ebenfalls im Massiv steht und rund 35 Meter höher ist. Paul Grohmann dominierte also die Erfolgsliste auf der Marmolada. Mit der Erstbesteigung der Marmolada wuchs aber auch die Beliebtheit, ganz allgemein gesprochen. In dieser Zeit entstanden dann auch die ersten Schutzhütten auf der Marmolada, wie beispielsweise das Refugio Fedaya oder die Contrin-Hütte. 1898 wurde dann auch der Westgrat, welcher sich als nicht ganz so schwer wie befürchtet herausstellte, versichert und durchgestiegen. All diese Besteigungen fanden äußerst früh in der Geschichte statt, aber nicht, weil der Berg ein langweiliges und unspektakuläres Abenteuer ist, sondern vielmehr, weil die richtigen und besten Bergsteiger der Zeit zufällig am richtigen Ort waren. Langfristig führte das auch dazu, dass auch die berüchtigte Marmolada Südwand einen Erstbesteiger finden sollte. Nachdem die Südwandroute aber in diesem Sinne nicht existiert, ist eine Erstbesteigung über die Südwand nur schwer eindeutig zu definieren. Erstmals gelang die Durchsteigung der Südwand 1897 den Italienern Cesare Tome, Santo Di Toni und Luigi Farenza. Jedoch kamen sie rund 2 Kilometer östlich des Hauptgipfels aus, endeten also quasi auf der Aufstiegsroute über Westen. Das gelang ihnen im zweiten Schwierigkeitsgrad. Angesichts der steilen Wände ein Meisterwerk, einen so einfachen Weg durch die Wand zu finden. Die Marmolada wurde berühmt als der Berg, der allen Fähigkeitsspektren einen Spielplatz bieten sollte. Denn auch schwierige Routen, wie beispielsweise die Route der Weg durch den Fisch, die äußerst spektakulär ist, zieren die Südwand der Marmolada. Berühmt wurde diese Route vor allem durch Hans-Jörg Auer, der die Route im Schwierigkeitsgrad 8 plus 9 minus Free Solo durchstieg und das alles vor allem nur durch den Zufall bekannt wurde, dass ihn andere Bergsteiger auf einer anderen Route dabei beobachtet und fotografiert hatten. Die Marmolada mag also wie ein Spielplatz scheinen, vor allem seit sie durch eine Seilbahn touristisch endgültig erschlossen wurde. Dabei ist sie alles andere als ein Spielplatz. Zuletzt erfahren konnte man das vor wenigen Tagen, als am Marmolada-Gletscher ein Teil abbrach. Dabei stürzte ein Eisblock mit 200 Metern Breite ins Tal und tötete dabei 11 Menschen. Dieses Unglück zeigt, wie mächtig und gefährlich Gletscher sein können, unabhängig davon, ob man darauf geht oder darunter steht. Außerdem zeigt dieses Drama, wie viel Bewegung auf einem Gletscher herrscht. Viele große Medien berichteten darüber, doch an dieser Stelle möchte ich auch daran erinnern, dass genau das Gleiche wenige Tage danach in einem x-fach größeren Ausmaß auch in Kasachstan passierte, wobei hier glücklicherweise keine erfassten Personen auch wirklich gestorben sind. Die Marmolada ist einer der wichtigsten Berge in den Dolomiten, touristisch, alpinistisch und letztlich auch wirtschaftlich. Diese Kombination ist es, die den Berg letztlich faszinierend und einzigartig macht. Wenn ihr noch die richtige Mütze, die richtigen Socken oder das richtige Stirnband für eine Tour auf die Marmolada sucht, schaut gerne unter alpenacademy.at/shop vorbei, hier auch eingeblendet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!